Ja, dann let's go, würde ich sagen. Ja, dann mal wieder nach einer kurzen technischen Problempause sind wir mal wieder jetzt hier auf dem Casino-Podest zu einem weiteren Treffen von Just, der Zockeranstalt. Ja, eigentlich wäre ja heute laut unserem eigentlichen Plan ja Team Sonic Racing dran. Wir haben uns aber entschieden, weil heute Karfreitag ist, das Osterwochenende, wollten wir mal ein bisschen wieder bei GTA ein bisschen rumalbern und Spaß haben und die Dinge vielleicht mal nicht ganz so ernst nehmen und ja, uns ein bisschen nochmal mit einer Playlist vergnügen, in der auch einige unserer selbst erstellten Sachen drin sind. Ständig schaltet er mir hier auf die Ego-Perspektive, die will ich gar nicht. Ja, ich bei mir guckt die ganze Zeit Ja. durch die Gegend. Und ja, deswegen treffen wir uns jetzt heute nochmal hier bei GTA. Erst machen wir noch eine kleine Runde Casino-Spiele, was wir, glaube ich, auch noch so noch nie gemacht haben. Also wir werden uns gleich mal ein bisschen an den Blackjack- oder Roulette-Tisch setzen und mal ein paar Runden zusammen zocken. Und dann stürzen wir uns in die Playliste, in der, wie gesagt, auch ein paar Sachen von ihm hier drin sind und auch von mir. Ich habe mich mal ein bisschen an ein paar von diesen lustigen Verwandlungsrennen probiert, die wir immer so oft gespielt haben. Ich wollte mal auch mal diese Mechanik ein bisschen besser verstehen und habe da mal die ersten Entwürfe gemacht, die wir heute testen. Und dann schauen wir mal, was ich da verbessern kann. Und ja, weil ich bin da noch so ein bisschen dabei, diese Mechanik mit diesen Verwandlungen und wo setzt man die und wo setzt man diese, wo du durchfährst und woanders wieder rauskommst. Und Kev weiß wahrscheinlich, was ich meine. Diese ganzen Zusatz-Checkpoints, die es da gibt, so, das muss man ja erstmal alles erstmal kapieren, wie man das am besten einsetzt und positioniert und ja. Und ja, deswegen bin ich heute auch mal wieder ein bisschen abgefahrener angezogen als sonst. Ja, habe mal wieder eins meiner lustigen Spaß-Outfits angezogen. Wie gesagt, heute ist mal alles immer ein bisschen nicht ganz so ernst. Und wo wir bei nicht ganz so ernst sind, gehen wir mal rüber und sagen, Kev, du kannst deine Leute auch noch begrüßen. Jo, schön, dass ihr wieder dabei seid, auch bei der GTA wieder. Die heiße Blonde ist wieder schnell, ist wieder am Start. Und ja, gucken wir mal, was es heute so geht. Ja, wie gesagt, ich habe gestern, nee, gestern nicht, vor Tagen habe ich auch nochmal zwei Sachen erstellt. Eins, naja, bin ich nicht ganz zufrieden gewesen, aber kriegen wir schon irgendwie hin, muss ein bisschen erklärt werden. Und das andere wird schon wahrscheinlich alles, wird aber trotzdem lustig. Alles ums Casino, oder heute dreht sich alles ein bisschen ums Casino und ja. Dann schauen wir mal, was wir so heute auf die Reihe bekommen. Ich hoffe, dass wir keine technischen Probleme haben, wie bei der letzten Playlist, wo wir dann ja leider abbrechen mussten. Aber das war dann eher das kleine Problem von Marcella, da dann ein bisschen, oder haben wir es nicht ganz auf die Reihe bekommen, wie auch immer. Heute wird es besser, wahrscheinlich. Ja. Ja. Gut. Fangen wir auch gleich an. Aber eine kurze Sache, wenn das okay ist für euch, wollte ich mal noch mal ganz kurz loswerden, bevor wir loslegen. Weil ich nämlich jetzt letztens noch mal angeschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Erfahrung mit hast, Kev. Also hier noch mal bitte noch mal ganz klar der Hinweis. Egal ob GTA oder YouTube, ich möchte keine von euren, ja, wie soll ich sagen, Beschiss angeboten haben. Weder als Kommentar noch als PN. Ich brauche kein Abo für Abo-Scheiß. Ich brauche kein, Naja. wenn du bei mir guckst, dann gucke ich auch bei dir Scheiß. Und sonst irgendwelchen Kram. Ja, wenn jemand Bock hat, meine Videos hier zu gucken, dann freue ich mich, dann ist das schön. Wenn nicht, dann ist es mir auch egal. Jedem das seine. Aber ich brauche keine Leute, die mich anschreiben. Wenn du mich abonnierst, dann abonniere ich dich auch. Und dann gucken wir uns aber nie gegenseitig die Videos an und all so ein Kack. Brauche ich nicht, möchte ich nicht, braucht mich nicht anschreiben dafür, ja. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, dann freue ich mich, das ist super, das ist toll. Aber ich brauche keine von diesen komischen Abo-Abo-Scheiß-Angebote. Auch nicht per PN, ja. Also bitte mich da nicht nochmal anschreiben. Habe ich nämlich letztens eine PN gekriegt hier, da ich habe da ein Video, das ist nicht so gut gelaufen. Würdest du dir das mal bitte angucken, damit meine Statistiken. Na, nein, nein, will ich nicht. Ich will so einen Scheiß nicht mitmachen. Ja, ich mache das jetzt im Spaß.
Spaß, als Hobby, für Freizeit. Ich brauche keine 20.000 Views. Und wenn ich niemals über 100 Subscriber komme, dann ist mir das auch egal, dann geht mein Leben auch weiter. So, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz loswerden. Fangen wir jetzt mal an, ne? Gehen wir mal rüber. Was wollt ihr denn am liebsten spielen? Wollen wir Blackjack spielen oder Roulette oder was spielt ihr denn gerne? Dann fange ich mal, würde mal sagen, mit Roulette anfangen. Ja, genau, zu dem Thema möchte ich gerne auch nochmal was greifen. Ich habe zum Beispiel eine meiner YouTube-Gruppen, habe ich mittlerweile von solchen Leuten, die halt genau diese Angebote regelmäßig machen, mittlerweile ziemlich gesäubert, genau wie die Leute, die halt nur irgendwelche Links reinknallen, ohne irgendwelche Sings. Das sind da viel, meistens halt die Singer-Songwriter, die meistens halt nur irgendwelche Sachen schreiben. Selbst da kann man irgendwas schreiben, hey, ich habe hier einen neuen Song aufgenommen und guckt euch das mal an. Würde mir dann persönlich reichen. Das ist immer noch besser, als diese lieblosen Links reinzuballern. Ich habe die Leute reingeschrieben, ich habe den Text geschrieben gehabt, dass ich die mittlerweile aussortiere und ich glaube, es hat keine 10 Minuten gedauert, da kam der nächste mit dem gleichen Dings. Wieder mit dem sinnlosen Links und lass Abo da, ich möchte Abo, abonniert mich, gib mal Abo und auch hier solche Kandidaten, wie er schreibt, das meistens in den, oh nein, ich darf nicht spielen. Wieso nicht? Ich habe das Pad aus nicht, ich darf nicht spielen. Ich brauche eine VIP. Warte, dann dann gib mal hier weg von dem Tisch. Ich habe leider keinen. Ja, nicht schlimm, dann gehen wir halt an einen kleinen Tisch. Dann gehen wir halt nicht, dann spielen wir nicht mit großen Einsätzen, sondern mit kleinen. Ja, vielleicht besser. Ist doch alles kein Problem. Was ich genau was ich sagen wollte, ich habe dann immer wieder, sind immer wieder die gleichen gewesen, die dann nur, die ich lese, dann. Ich brauche die Tonks, geil. Ich muss mal ganz kurz zum Kassierer hin. Ach, du hast doch keine Chips? Nein, ich habe das ja noch nie gemacht hier. Ich habe mir da noch nicht wirklich angeguckt. Ich hatte mir schon noch bewerten, aber. Nee, dann warten wir mal noch kurz, bis er wieder da ist. Dann kann ich ja noch mal meine Texte ausführen. Oder wie gesagt, das sind immer gefühlt immer die gleichen, die dann schreiben, ja, und es nervt halt irgendwann. Wie gesagt, gebt euch doch ein bisschen Mühe. Wie gesagt, ein kleiner Text reicht. Wie gesagt, selbst wenn man dann irgendwie schreibt, ja. Mann. Selbst wenn man dann mal schreibt, nur einen kleinen Text, ja, wie von wegen, ja, ich habe hier einen neuen Song, ich habe hier ein neues Video, darum geht's. Und, ja. Es nervt halt auf Dauer, muss ich sagen, einfach. Und dann, mittlerweile habe ich auch so viele Leute rausgeschmissen aus meinen Gruppen. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 40, 50 Leute und, ja. Bringt nichts und, klatsch eure Scheiße irgendwo anders rein. So. Was brauchen wir denn? Genauso wie ich jetzt das Phänomen vor kurzem hatte, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, Kev, da bin ich einfach von in irgendeiner YouTube-Gruppe von irgendwem einfach markiert worden auf sein Video. Der hat einfach die halbe Gruppe einfach in seine Videobeschreibung mit Verlinkung reingeklatscht. Okay, ja, obwohl du das gar nicht willst. Das habe ich bisher noch nicht auch gehabt. Auch sehr geil. Auch sehr geil. Das habe ich noch nicht gesehen, aber ja, wie gesagt, auch solche Leute, das sind dann immer die gleichen und von denen, die schreiben mich dann auch privat an, hey, willst du nicht in meine Gruppe kommen und ich gucke mir die Gruppe an, weil die dann öffentlich steht und das ist der gleiche Scheiß, warum ich die Leute rausgeschmissen habe. Da steht dann nur in der Gruppe drin, nur mal kurz ein Link zu dem Video und da steht dann nur drüber ganz groß, dick abonniert mich. Nein? Mhm. Oder dieses, ja, gib mir Abo, ich gebe dir auch und ich guck mich an, ich guck dich auch. Nee, mach ich nicht. Haut ab, geht weg. Nervt mich. Gerade bei sowas. Gerade wie gesagt, auch diese lieblosen Links. Möchte ich nicht einfach. So, gucken wir mal. Nächste Einsatzrunde können wir dann auch mit setzen, weil jetzt ist der Cave da. Ja, ja. 23 Brot. Wie gesagt, ich wollte das hier einfach mal machen, weil das haben wir noch nie gemacht. Oder? Ich muss das lesen. Zwischenbezieht wird aus 2017 Trio wird okay. Spiel Twitter auf 13 was haben wir denn? 0 0 0 1 2 3 Ausstellung 6:1. Hä? Warte mal gerade, hä? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Blick, wenn ich doch 18 schwarze Zahl, 18 rote Zahl. Hast du noch nie Roulette gespielt? Nein. Einfach nur rot. Okay, ich muss einfach nur rot-schwarz setzen oder was? Keine Ahnung. Ich verstehe es gerade nicht. Ich probier's einfach. Du kannst entweder auf eine einzelne Zahl setzen. Ja? Ach so, oder auf die Linie. Auf einem der Felder. Wenn du auf die Linie klickst, kannst du auf mehrere, zum Beispiel zwei Felder, wenn du in die Mitte gehst, auf vier Felder setzen. Außen kannst du hier zum Beispiel auf 1 bis 12, dann 13 bis 24 oder 25 bis 36 wetten. Du kannst auf schwarz, alle schwarzen wetten, auf alle roten Zahlen wetten.
Oh, ich probiere es einfach mal aus. Ja. Wenn du bei dir auf der Seite zum Beispiel unten hinlegst, Kev, kannst du auf die Reihe nach oben, also linke Reihe nach oben, mittlere Reihe nach oben, rechte Reihe nach oben setzen. Hm. Ja. 24 schwarz, ich habe verloren. Gut. So, Höchsteinsatz. Ach komm, wir sitzen mal auf Rot. Rot auf Schwarz. Irgendwas gewinne ich schon. Kev hat gerade auf alles gesetzt und kriegt nur eine Null raus. Wahrscheinlich, ja. Kommt der irgendwie genau auf irgendwas, auf grüne Null oder so. Ja, gibt's auch. 0 und 0, 0 gibt's auch. Grau. Ja. Irgendwas will ich schon gewinnen. Komm, wir setzen mal da hoch. Pass auf, jetzt kommt genau grüne 0, 0. You spin me right round, baby, right round. Stopped on black 28. 40 Tetons habe ich gewonnen, immerhin. So, jetzt mal ein bisschen fairer, bleibt auf schwarz einfach. Ich setze mal auf ungleiche Zahlen. Yvonne auf die 18. Sehr spezifisch. Kev? Ja? Ich habe übrigens eine Bitte an dich. Hä? Wenn du jetzt in Zukunft noch mal was erstellst für GTA, was ja cool ist, und ich baue das auch gern mit ein, aber dann gib doch mal bitte bei Suchbegriffe Zast mit ein, damit ich das einfacher finden kann. Dann kann ich mich einfach bei Suchbegriffe Zast eingeben, dann finde ich das. Mach ich dann, okay. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Komm, mach was Schwarzes. Deine beiden Dings habe ich gefunden hier, dein Überlebenskampf und das andere. Dein Rennen habe ich nicht gefunden, einfach weil es Los Santos Grand Prix gefühlt 50.000 Mal gibt. Schade. Ja gut, muss ich nicht so machen. Ja, jetzt ist schwarz, kommt natürlich rot. Klar. Komm, nochmal schwarz. Egal. Gehen wir mal hoch. 60. Schwarze 2, das gibt's doch nicht. Hey, ich hab gewonnen, 120. Für 60 Einsatz. Gehen wir mal auf Rot. Mach ich mit. Das ist meins. Someone's phone. I'll take a card.
Machen wir dann nächstes Wochenende dann wieder unser Racing-Dingsbums da, ne? Hier Team. Schwarz, ja? Rot war's. Rote 19. Achso, ja, rot war's, ja, genau. So. Na komm, ich gehe auf die Gegenseite. Und Yvonne setzt auf ungleiche Zahlen. Wieder gewonnen. Na toll. Mist. Ah, 180 habe ich gewonnen. Kevin, der alte Zocker. Naja, irgendwas muss ich schon gewinnen. Die Herzen deiner Zuschauer hast du doch schon gewonnen. Ach ja, nicht wirklich. Ey, du hast locker dreimal so viel Subscriber wie ich, also komm. Ja, aber die Aufrufe sind mau. Das ist das Problem. Es geht ja nicht um Abonnenten, es geht um Aufrufe. Wenn ich Aufrufe, 4, 5 Aufrufe pro Video habe, ist das nicht viel bei der Menge an Abonnenten. Aber alles gut, passiert halt. Mir geht es ja in erster Linie nur mal um Spaß um Aufnehmen. Da wir ja meistens nur unsere Sachen sind und nebenbei zocke ich halt Pokémon. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du wirklich noch Aufrufe gehen willst, dann müsstest du... Brauchst du nicht. Kannst du das Let's Player sowieso knicken. Dafür ist die Konkurrenz in was ja. Einfach zu groß. Du musst halt ja, schon wirklich was Besonderes machen. Gerade sagen, dann müsstest du ja praktisch dann jeden Monat dir ein neues Spiel kaufen, damit du up-to-date bist. Und das habe ich auch nicht. Ich meine, ich habe ja 2 neue Spiele mehr oder weniger gekauft. Ja, ich habe mir jetzt auch Gran Turismo 7 gekauft. Da nee, das werde ich mir auch nicht holen, da ich momentan auch kein Lenkrad habe. Deswegen wird auch bei mir momentan mit Formel 1 überhaupt gar nichts werden, die nächste Zeit. So. Daher. Weil ich dann nämlich jetzt mit meinem Lenkrad mal mit den Lizenzen und den Missionen anfangen will.
Ich habe mir jetzt das Civilization gerade gekauft, das Civilization 6, das gibt es auf der PS4. Kostet, glaube ich, bis. Ne, war bis gestern drin. Also bis zum 14. Für 8 Euro und ich habe mir das Pack gekauft für Mario Kart. Für 25 Euro. Da kriegst du 48 neue Strecken in 4 Wellen oder in 6 Wellen. Ne, 4 Wellen sind es, glaube ich. Was dann auch nach Pokémon kommt. Wobei ich da komplett neu anfangen werde. Der Pokémon ist ja auch sehr bald irgendwann durch. Ich habe jetzt kurz noch eine Aufnahmesession, dann bin ich durch. Oh, 80. So. So, was haben wir denn Schönes? Die Chance, dass immer das Gleiche kommt, ist ziemlich gering. Ich weiß, was. Oh, was haben wir denn? Hatten wir jetzt gerade die 34? 34 rot. Dann gehe ich mal hier in die Mitte. So. Wenn ihr wollt, können wir dann auch noch mal Tisch wechseln, mal eins für den anderen mal machen, Blackjack oder so. Ja, lass es hier noch ein bisschen machen und dann. Ich habe halt nur gedacht, es wäre mal was anderes als immer nur Playlist. Ja, ja, alles gut. Wir machen jetzt einfach mal noch 10 Minütchen hier. Mhm. Und wechseln dann auf Blackjack für die nächste Folge und dann gucken wir mal, was wir dann kommen. Genau. Wobei, wenn ich ja. Nee, nebenbei, ich habe gerade noch eine Idee für ein Spiel für unsere Gruppe. Ich weiß nicht, wie weit Yvonne noch Platz hat auf der Karte. Aber Florida Modi am besten mal Prominence Poker. Das ist, glaube ich, umsonst im Store. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht allzu groß. Nee, ist es nicht groß. Das wäre auch mal eine Idee, vielleicht für die Sache, dass wir sagen, wir zocken ein bisschen Poker oder sowas. Das habe ich sogar, ja. Ja, ich habe es auch. Deswegen wäre mal eine Idee. Wenn wir gerade schon so bei Casino-Spielchen sind. Einmal rot. Oder Yvonne, wäre Poker was für dich? Nicht wirklich. Okay. Das ist ganz witzig. Wir haben das eigentlich mal damals in der Formel 1 Liga abends ein bisschen zusammen noch Poker gespielt und alles drum und dran. Ich bin relativ gut im Poker, muss ich einfach mal sagen. Aber das ist auch viel Glück mit dabei, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also ich habe mal ein Turnier gespielt zum Beispiel, da waren 80 Leute dabei knapp und ich bin Dritter geworden. Also, es wäre halt mal schön, mal mit Leuten zu spielen Poker, die nicht nur die ganze Zeit all in. So einer bin ich nicht, definitiv nicht. Das nervt immer, wenn du mit manchen Leuten spielst, die immer nur ich gehe all in. Ja gut, das habe ich immer am Anfang gerne gemacht, weil wir dann einfach vielleicht ein bisschen Glück zu haben, vielleicht noch ein, zwei Leute aus dem Tisch rauszunehmen. Scheiße, ich hab verloren. Ja, aber... Also die ganze Zeit ist klar. Leute vom Tisch zu nehmen mit All-In. Wenn sie mitgehen und verlieren, natürlich kann es selber schief gehen. Ich habe zum Beispiel dieses World Tournament, Poker Tournament hatte ich auf der PSP. Da ist auch die ganzen realen Pokerspieler mit dabei, ne? die du halt so kennst. Ja, ich weiß. Ich hatte World Series of Poker für die 360. Xbox oder war 360. Das war World Series of Poker? Ich habe die PSP da funktioniert. Da konntest du sogar mit der Kamera, die du hattest für die Xbox, konntest du dich selber auf deine Figur machen. Das war immer ganz gut. Ich habe auch das war Ding, geil. Ich habe auch diese Poker-Tour habe ich auf jeden Fall auch gewonnen, ziemlich hoch. Einmal, ja, glaube ich. Da spielst du dann auch gegen die echten Profis. Also ich glaube, der beste Pokerspieler der Welt ist sogar ein Deutscher. Das ist, glaube ich, Pio Science, ne? Oh, ich bin gerade nicht in der Szene drin, da müsstest du... Ich habe es schon lange nicht mehr geguckt, das gab es mal immer früher auf dem DSF oder Sport 1, da konntest du dann... Läuft doch immer noch auf Sport 1 zwischendurch. Ja, früh um 6 oder so, oder dieses Promi-Poker, das habe ich auch gerne mal geguckt. Mit dem Raab und sowas. Du müsstest Rot, da, ne? da
bin ich in dem ganzen Ablaufplan nicht so wirklich mehr drin. Aber ich fand's lustig. Also ich kann auch nur Texas Hold'em spielen, muss ich sagen. Es gibt ja keine Ahnung, wie viele Poker-Varianten. Wobei das, glaube ich, ja, auch gibt. Es gibt halt die, wo du zwei Karten hast und den Rest auf dem Tisch. Dann gibt es welche, wo du fünf Karten in der Hand hast. Ich glaube, du musst, egal wie, fünf aufeinanderfolgende Sachen haben. Ich glaube, das Ziel ist immer dasselbe. Ja, das ja, aber wie der Ablauf ist, da gibt es unterschiedliche Sachen. Ja. Ja, klar, ich weiß, wie gesagt, es gibt verschiedene. Aber ich glaube, es ist vielleicht für die Zuschauer, die Folge gucken oder so, ist das vielleicht auch mal ganz angenehm, mal ohne irgendwas anderes einfach mal über solche Sachen zu diskutieren, nebenbei. Aber einfach mal eine Spannung drin zu haben und nicht dauerhaft nur, ich knall dich ab und ja, ich denke, es war vielleicht auch halt die richtige Entscheidung, die anderen, die Gruppe anzuspalten oder beziehungsweise neu anzufangen bei uns. Ja, wie gesagt, das waren ja auch nicht die Leute, es war einfach die Dynamik der Gruppe, die mir nicht mehr gefallen hat. Ich denke, das passt so. Ich würde mir niemals wagen, irgendwie jetzt die Leute persönlich anzugreifen. Nein, das soll auch nicht das soll auch niemanden sein. Es waren alles nette Leute, mit denen ich gezockt habe. Ich mag den Sven auch noch, ich habe den Enrico auch noch, und wenn sie gerne Bock haben, mal haben. Ja, ich habe Enrico gefragt, aber der ist heute mit seiner Freundin unterwegs. Der ist, glaube ich, jetzt gerade voll in seinem. Enrico hat gerade die rosarote Brille auf. Der ist momentan, was Socken betrifft, nicht gut. Der ist gerade beschäftigt. Der ist gerade frisch vergeben, der ist vollkommen okay. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass man da jetzt andere Gedanken hat. So. Schauen wir mal. So, dann machen wir so 3-4 Ründchen noch und dann machen wir mal einen kleinen Tischwechsel und gehen mal weiter auf was anderes spielen. So. That will be black 33. Yeah. 170 jetons. Hast du momentan viel schwarz. Wenn der 1 drückst, kannst du gucken, was da gekommen ist. Warte mal. Ich sag mal so, wenn ich mit deinem Charakter so angucke, Kev, dann hast du ja nur 2 Jetons. Finger weg. Ne, ich bin ja nicht Sven. Von der, an die kommst du nicht dran. Das sind die speziellen Einsätze. Nee. Die sitzen hier neben mir rechts, die Jetons, die gut sind. Nicht wahr? Jemand sagt nichts. Ja, die ist mir still. Weiß nicht warum. Die lässt lieber das Vögeln für sie sprechen. Penthouses are available for purchase. And like everything else in life, you can do it online. 100. Yeah. So, vorletzte Runde. Und dann wechseln wir. Actually, don't tell me.
schauen wir mal, weil jetzt nochmal was holen. Ach, schwarz. Ja, klar. Ja. Leider nicht. Ja, auf eine genaue Leider Zahl mit. Zu treffen, die Chance ist sehr, sehr gering. Gehen wir mal auf Zahl. Rot. Ich sag ja, Zahl zu treffen ist sehr, sehr gering. So, letzte Runde, würde ich sagen. Jo. Schauen wir mal. Hat 80 Chance gewonnen. 8 schwarz. Ich habe auch gewonnen. Ja, ja, ich habe tatsächlich genau reingesetzt in die Mitte zwischen 8 und 11. So. Naja, mein. Gut, haben wir heute mal eine Runde. Was mal Blackjack oder Poker? Machen wir Poker, komm. Okay. Poker habe ich aber gerade drauf. Das ist aber hier Free Card Poker, ne? Ja, ist ja alles gut. Alles gut. Welcome to the table. Ja, die kann auf das Ante, Paar Plus und beides sitzen. Ich hätte die Spieler an, die das Cup kopierst. Platz plus 15. Aus drei Karten die bestmögliche. Musst du wahrscheinlich ziehen dann noch nebenbei. Okay, also, muss ich mal ganz gucken. doch, Sitze. Die wollen